Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stammbach. Heute ein bisschen holpriger Start, aber gut. Ah, ja. Heute eine neue Folge Stammbach. Gestern war sie ja ganz spontan vorbei. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich weiß es immer noch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht so tragisch, machen wir heute halt ein bisschen länger. Und direkt am Anfang der Folge eine gute Meldung. Wir haben den Fendt wieder bekommen. Hier ist er drin. Und der Händler hat gesagt, dass kleine Aufenthalte oder eine kleine Zeitentschädigung hat er uns gleich noch ein Gewicht dran gebaut. Ist nett von ihm eigentlich, ne? Also kann man ruhig mal machen. Das ist jetzt anscheinend der richtige oder der gute, wenn ihr das, wie ihr es möchtet. Sieht auf alle Fälle schon mal ein Stückchen besser aus und hat auch sehr viele Features, habe ich gesehen, ne? Wir können hier die Türe auf und so machen, wir können hier mal einsteigen, ne? IC hat er, das glaube ich, hat der andere nicht gehabt. Das kannst du hier ein bisschen zu dir ziehen oder ein bisschen runterklappen. Oh, Fenster haben wir hier. Was ist das denn hier alles? Warte mal. Fronthydraulik. Oh, cool. So, die Heckscheibe. Die Heckscheibe wäre wichtig. Ja, oh, die Heckscheibe geht. Sehr, sehr schön. Was haben wir noch? Dach oder sowas? Ja, Dach geht auch, glaube ich. Ja, oh, Dach geht auch. Sehr schön. Hier geht nichts mehr. Ist aber auch egal. Starten wir mal den Motor. Boah. Was hat er für die Hupe? Oh mein Gott, was ist das denn? Hört sich an wie ein Dampfer, ne? Na gut. Oh, fährt sich natürlich schon ganz anders, ne? Ja, das ist was anderes, da habt ihr recht. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr den unbedingt haben wolltet, den anderen. Ja, gut. Boah. Boah, ja, okay. Moin. Ja gut, das ist was anderes, das verstehe ich. So, ich muss ja trotzdem kurz gucken, was wir gemacht hat. Genau, hier haben wir angefangen zu verkaufen. Genau, so. Lass mal den ganz kurz wieder dahin fahren. Depp, 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 depp. Und zwar Komposter Grasverkauf. Ach, der fährt hinten raus. Ja gut. Drehen wir den einmal um. Ein bisschen hier Platz bekommen wieder. Da. So. Unser wunderschöner hier Teleskoplader, ne? Gefällt mir immer noch sehr gut. So, Überführung. Jo, läuft. So, dich kümmere mich gleich. Du, was hast du? Genau, du hast. Ja, genau. Warte. Da hat sich jemand oder haben sich ein paar Leute beschwert, warum ich gepflügt habe und dann habe ich gegrubbert. Ist das. Jetzt müssen wir mal kurz aufklären. Ich mache das jetzt seit einem Jahr, mache ich das so, ne? Und jetzt hat sich jemand beschwert, dass das falsch ist. Warum ist das falsch? Andere Leute haben geschrieben, du musst zuerst pflügen, also zuerst grubbern und dann pflügen. Denke ich mir, hä? Ich habe das jetzt ein Jahr lang so gemacht und hat keiner was gesagt, ne? Und wir machen das in den Multiplayer-Sessions auch immer so. Also da wird gepflügt und dann wird gegrubbert. Also das machen wir jetzt wirklich schon seit Jahren, also seit wirklich Jahren. Seit LS15, seit LS13, also wirklich schon lange, lange, lange. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum man das jetzt auf einmal anders machen soll. Also wenn ihr mir einen guten Grund und so weiter, ja, bin ich so voll dabei, aber... Ich habe es jetzt spontan habe ich es nicht verstanden. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, hä? Was ist los mit den Leuten? Wo fährst denn du jetzt hin? Ach so, ich muss ja die linke Seite nehmen, ne? Weil die Seite... Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Weil er sagt aktive Seite, ne? So, welche? Was ist die aktive Seite? Gibt es eine aktive und eine passive Seite, oder... Ja, nehme ich die linke Seite, fährt er in den Wald. Nehme ich die rechte Seite, fährt er aufs Feld. Was? Was soll das sein, weißt du? So, weg das Ding. Vorausgang reingenuckelt und dann fahren wir mal ein Stückchen weiter runter. Ah, wir haben es nicht einfach, aber hat keiner gesagt, dass es einfach wird, ne? Ne, fahr doch einfach hier weiter. Was ist denn daran so schwierig jetzt? Ja, jetzt hat er es, glaube ich, verstanden. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich, hoffentlich. So, dann machen wir gleich mal eine Fuhre abladen hier. Dann kann er gleich wieder zurück tuckeln. Aber wie gesagt, Geld ist wichtig und deswegen lass mal die Kohle hier reinschaffen. Ja, dann gucken wir gleich mal weiter, was wir mit dem Fendt machen können. Ich glaube, ich werde ihn das Abfahrer abstempeln erstmal. Ganz blöd gesagt jetzt, ne? So, was sagt eigentlich der Price? The Price ist heiß und der Price sagt... Wo waren Kompost nochmal? Warte, nicht verraten, warte. Ich bin schon vorbei, glaube ich. Kalk? Achso, das sind diese Pellets, ne? Jetzt wundere ich gerade, was das ist, aber das sind die Pellets, okay.
Nee, das auch nicht. Ja, aber jetzt kein Preis mehr für Kompost. Bin ich jetzt doof? War noch immer hier, weißt du Bescheid, ne? Das sind Grassamen, das ist kein Kompost. Das ist auch kein Kompost. Ist das Kompost? Warte. Warum? 7.700, das hat doch viel mehr gebracht. Also, viel mehr. Ach so, ja, das kann natürlich jetzt sein. Es ist so, ne, in der heutigen, also die heutige Aufnahme ist eigentlich eine bisschen eine besondere, möchte ich schon fast sagen, weil ich habe jetzt hier den aktuellsten Patch drauf, ich habe die aktuellste Version der Karte drauf und es könnte sein, dass diese Faktoren sich jetzt ein bisschen zusammengemischt haben, weil gestern beispielsweise hatte ich die aktuellste Version, ja, aber den falschen Patch, weil wir davor noch Südhermann aufgenommen haben und auf der Südhermann sind wir immer noch auf der Version 1.4.4 und deswegen ich nur noch nicht weiter gepatcht hatte, weil ich es vergessen hatte. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt sehr schlecht für uns. Ja, das ist sehr schlecht, weil 7000 ist schon ein bisschen lächerlich. Weil ich glaube, bin mir ziemlich sicher, das hat davor mehr gegeben. Davor waren wir bei 100. Das hat gestern bestimmt 40.000, 50.000 gemacht und nicht 7000. Okay, das heißt, wir können das lassen mit dem Kompost. Da ist vernünftiger, wenn wir auf die Primo sparen. Ganz ehrlich. Da kann ich jetzt gleich mal so sagen, da ist vernünftiger, wenn wir auf die Primo sparen. Weil sonst sehe ich da momentan keinen Weg. Weil, guck mal hier, warte. Wir haben gerade die Preise angehabt, ne? Ich weiß nicht, was ist. Kann ich jetzt euch nicht sagen, was ist. Aber das sieht mir nach Pellets aus. Ich weiß noch nicht. Gras, Stroh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay, das heißt, wir haben ein neues Ziel, wir brauchen die Krone Premus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ist ja mal so, ne? Man braucht auch mal ein Ziel im Leben, deswegen ist halt einfach so. Okay, das heißt, wir können den Kompost-Dingens eigentlich vollkommen einschalten, weil das... Ich habe gerade Sprit nachgefüllt, ne? Okay, Quatsch. Wir können immer noch... Richtig. Wir können immer noch sagen, dass wir den Kompost dafür verwenden, dass wir die Felder damit düngen. Das können wir gerne machen. Dann müssen wir aber irgendwas kaufen jetzt zum Streuen und so weiter. Lass mal kurz gucken, was kosten die Primus. Die war sehr teuer, glaube ich. Und wir brauchten einfach verdammt viel Leistung dafür, ne? Das weiß ich noch von der Vorstellung damals. Oh, Mann. Aber da brauche ich ja die Halle. Nee, brauche ich nicht. Ich kann sie lose auch verkaufen, glaube ich. Primus. Jo, 280.000. Läuft. Und 350 PS ganz nebenbei noch, ne? Also nicht vergessen. Das sind wir weit weg. Aber, ja, der hat zum Beispiel schon mal 200 PS, ne? Also mir wurde gesagt vom Raphael damals, vom Creative Mesh, 300 brauchst du. Unter 300 brauchst du gar nicht überlegen. 300 PS brauchst du, sonst kannst du das Ding nicht bedienen. Also das Ding läuft einfach nicht unter 300 PS. Haben wir irgendwelche 300 PS hier drin? 205? 300, oh, das kostet alles richtig Geld hier. Das ist ja schlimm. Okay, aber wir könnten vielleicht einen Traktor dafür weggeben und dann den hier kaufen. Okay. Wir müssen Geld verdienen. Eindeutig, wir müssen Geld verdienen. Wir müssen gucken, wie wir was machen. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mache, aber wir müssen Geld verdienen. Gut, Kompost verkaufen ist erstmal keine Variante, wo wir hätten halt echt viel Kompost, ne? Aber... Gut, lass mal den Code so stehen lassen. Ich muss jetzt eine andere Variante anschlagen. Das funktioniert hoffentlich. Wo ist unser Fendt? Jo, da muss noch ein Anhänger irgendwo stehen. Und zwar müsste der, glaube ich, am Feld stehen. Da können wir gleich mal abholen gehen. Oh, das wirft mich jetzt weit nach hinten, weil ich hatte schon ein bisschen so eine Planung, so eine mehr oder weniger funktionable. Aber das wirft mich jetzt weit zurück. Das bringt mir jetzt auch ein... Ja gut, ich könnte die zwei Sachen mieten, ne? Nur wenn ich das jetzt gemietet habe, das kostet mich auch ein Vermögen, wenn ich das miete, ne? Also wirklich ein Vermögen. Oh, da muss ich gucken. Gut, wir könnten die Bank... Denn die Bank, glaube ich, gibt uns auch nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, auch schon Max. Ne, nicht Max, aber wir haben sehr viel geholt auf alle Fälle. Wobei, lass mal gucken. Ja, komm, das ist ja gar nicht so eine schlechte Idee. Ne, ich kann nichts mehr aufnehmen. Das ist alles ausgegraut. Ich glaube, ich muss das andere zuerst zurückzahlen.
Kreditdetails, Finanzhistorie. Ja, eben, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Kredit bearbeiten? Wenn ich den jetzt runtersetze, was passiert dann? Also, wir haben momentan 120.000 Kredit, das ist so richtig. Wenn ich jetzt, warte mal, Bank verlassen, wenn ich jetzt das hier rausgebe, ich meine, ganz ehrlich, ne, solche Maschinen kauft man nicht auf Vorrat, sondern solche Maschinen kauft man einfach von der Bank. Es ist einfach nur mal so. Wir geben jetzt mal ein bisschen was zurück. So. Weißt du? Nur ein bisschen was. So, gucken wir mal, ob sich die Bank damit schon zufriedenstellt. Noch nicht. Ich glaube, wir müssen die Tage rumlaufen lassen. Kann das sein? Kredit aktiv seit 0 Tagen. Ich habe keinen Kredit genommen noch. Das verstehe ich jetzt nicht. Kontostand 22.000, Kredit 100.000, okay. Kreditzins, ja. Überziehungszeitraum 2 Tage, okay. Das heißt, ich bekomme keinen neuen Kredit, bevor ich nicht den alten bezahlt habe, richtig? Wahrscheinlich ist es so, okay. Das heißt, wir müssen den alten Kredit bezahlen, damit wir vielleicht einen neuen bekommen. Gut, das klingt vielleicht nach einem besseren Plan, weil einen neuen Kredit kann ich auch meinetwegen, jetzt sagen wir nehmen eine 500.000, ne? Ist zwar jetzt für den einen oder anderen ein bisschen boomern, aber trotz allem muss man wirklich sagen, solche Maschinen kauft man nicht aus eigener Tasche. Das könnt ihr, das ist einfach so. Klar, würde man jetzt zum Beispiel zur Bank sagen, yo, ich habe hier einen Teil davon, aber ich bräuchte noch das und das, weil ich möchte investieren. So, ist ja vollkommen legitim. Glaube nicht, dass man das so großartig aufpassen. Ja, komm, wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach. Gut, wir haben natürlich, guck mal hier, wir haben sehr viel Sojabohnen zum Beispiel. Der Anhänger ist voll, wollte mich verheppeln? Warte, was bringt denn das zum Beispiel? Guck euch mal den Preis an, bitte. Landhandel, mein Freund, wo bist du? Landhandel oder Raiffeisen ist jetzt auch schon egal. Was ist näher? Raiffeisen ist hier. Landhandel haben wir hier. Wir fahren zu Raiffeisen. Ohne Witz, wir fahren zu Raiffeisen. Wir verkaufen das Zeug jetzt. Und ich glaube, ich habe sogar noch was im Lager. Genau, komm, wir verpulvern das Ding jetzt. 1700 ist echt kein schlechter Preis, ne? Also, die Folge ist wieder mal komplett anders, als wie ich sie geplant habe. Das kann ich euch jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, ne? Komplett anders, als wie ich sie geplant habe. Aber ich glaube wirklich, dass es so ist, wenn der Kredit zurückbezahlt ist, dann können wir einen neuen aufnehmen. Und ganz ehrlich, da werde ich jetzt einfach mal einen sauren Apfel reinbeißen und einfach mal kräftig investieren. Ich habe gesagt, ich möchte das Strohbergungsänderung mit reinnehmen, ne? Und dann werde ich es einfach auch machen. Richtig geil wäre natürlich, wenn wir 1 Million nehmen würden. Und die Halle gleich mit. Also die Halle wäre halt schon so ein... Oh, da würde mich schon reizen, muss ich sagen. Wenn ich 1 Million bekomme, dann werde ich das machen. Und nicht einfach jetzt, weil ich das irgendwie jetzt... Ne? Ah, ich bin jetzt gerade vorbeigefahren. Weil ich das einfach machen möchte. Ich sehe es und ich ärgere mich. Das kann ich euch jetzt ganz offen und ehrlich mal sagen. Ich sehe es auf anderen Kanälen, wie weit die schon beim Platinum bei uns sind, ne? Und es ärgert mich, dass ich am Anfang nicht diesen Weg eingeschlagen wie alle anderen und keinen Kredit genommen habe. Und den Fehler möchte ich beim Strohbergungsänderung nicht machen. Da muss ich jetzt einfach mal so knallhart sagen, ne? Hi there. Also wenn die Möglichkeit besteht, werde ich mir 1 Million aufnehmen, werde mir einen Traktor kaufen, die Premos kaufen und ich werde mir dieses Band zur Premos kaufen, damit wir die vorhandenen Balden aufräumen können. Und ich werde mir die Halle kaufen. Da habe ich einfach Bock drauf. Und wir werden es natürlich auch wieder zurückzahlen, ne? Aber es ist halt so, mit der Premos kannst du halt sehr viel machen. Und da das Kompostgeschäft jetzt einfach weggeflogen ist, von jetzt auf gleich, würde ich gerne diesen Weg einschlagen. Und vor allem ist es ein neuer Weg und es ist ein innovativer Weg. Sagt man das so? Ich glaube schon. Haben wir noch was im Lager vor dem Zeug? Haben wir nicht. Gut, dass ich gefragt habe. Da fahren wir hoch, laden wir den Drescher nochmal ab und dann verkaufen wir das auch gleich noch. Weil dann haben wir das alles weg. Wir waren ja eigentlich schon fleißig, ne? Kann man ja echt so sagen. Weil diese Sojabohnen, die wir jetzt geerntet haben, die haben wir ja wirklich schon selber angesät, meiner Meinung nach. So, komme ich oben rum? Das ist die gute Frage, ne? Jetzt werden wieder ein paar sagen, ja, kauf dir doch gleich noch einen LKW und so weiter. Aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ah, hier ist die Auffahrt zu dem Ding. Also LKW, nein. Ich würde mir tatsächlich nur die Premos kaufen. Und vielleicht die Halle. Aber der Traktor ist halt zwangsläufig, musst du den halt mitkaufen.
Weil ich habe keinen Traktor mit 300 PS, wie man zu leid mir tut, ne? Aber das war einfach nicht. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hingefahren? Darf ich hier eigentlich sein? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir fahren wieder zurück. Das ist eine gute Nachricht. Helfer H hat die Arbeit erfolgreich beendet. Läuft. Damit kann ich was anfangen. Um Gottes Willen, wo fahren wir denn heute lang, du? Ah ja. Alles nach Plan, da vorne ist der Drescher. Ah, dieser Auspuffqualm ist auch geil, ne? Das ist richtig. Also es geht noch dunkler, das ist so dunkel, richtig dunkelschwarz. Oder dunkelschwarz. Das ist so richtig tiefschwarz rausraucht, aber ich finde das auch schon geil. Das Gute ist, wenn der jetzt leer ist, kann er direkt anfangen mit dem Feld hier vorne. Doch, ich freue mich. Ich freue mich drauf. Wenn wir dazu machen können, wie wir was machen können, das war sehr deutsch, ne? Dann würde ich das einfach machen. Ah, da oben sieht man es. Gebe jetzt zurück, was ich kann, ne? So, 15.000, das heißt, wir haben jetzt kein Geld mehr. Egal. Wir gucken jetzt gleich mal, dass wir noch zwei, drei Sachen verkaufen, weil dann haben wir einfach jetzt, was geht, haben wir gemacht. Ganz ehrlich. Klar wird es den einen oder anderen stören, aber es muss mir Spaß machen im vordersten Front und deswegen, glaube ich, kann man das schon vertreten. So, Weizen, das trifft sich ja wunderbar. So, du fährst mir eine Kreisfahrt bitte. Aktive Seite ist die linke Seite, Kreisfahrt an, läuft, tschüss. Ausrollen. So, hast du das. Bist du wahnsinnig? Machst du den Strohablage an? Jung. Wie war denn das nochmal? So. Weiter. Okay. Du besitzt dieses Feld nicht. Jo, ist mir nicht vollkommen schnuppe. So. Wir fahren das nochmal verkaufen, ganz fix. Jetzt haben wir noch 1.300 Euro, ne? Wird langsam knapp, aber ich hoffe, dass wir irgendwie das Ruder noch rumreißen können. Ja, ne, ich sag das nicht zu, weil sonst werde ich wieder ein bisschen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte echt Bock drauf. Ich glaube, dass man sich einfach viel zu viele Gedanken macht teilweise und deswegen auch Sachen, die nicht passieren, weil man sich einfach zu viele Gedanken macht. Und es fühlt sich jetzt ein bisschen falsch an, muss ich sagen, dass ich solche Entscheidungen treffe momentan, ne? Aber ich finde das einfach jetzt ein bisschen anders, als ich sonst immer, weißt du? Sonst gucke ich wirklich immer penibel, ja, kann man machen, kann man nicht machen. Und ein bisschen Kredit aufnehmen ist okay, aber mal so richtig in die, aber so richtig reinhauen, ne? Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Weißt du, so richtig den Bad Boy rauslassen, was? So. Ach so, das war ja wieder kompletter Quatsch, Werner. Da hast du ja wirklich wieder, da hast du wirklich eine Glanzleistung vollbracht. Weil du hast im Lager nachgeguckt und im Lager steht nichts drin. Weil das sind getrennte Lager hier und deswegen muss ich da hinten nachgucken, wo ich es reingekippt habe, ne? Ja, ja, der Werner. Man kennt ihn. So, es wäre nicht mehr viel offen. Also wir müssen noch eine Kleinigkeit verkaufen, dann hätten wir den Kredit getilgt. Und dann müssen wir gucken, ob das funktioniert oder ob ich jetzt umsonst Schuldenfall bringe. Weißt du? Oh, ich würde mir eine Million holen, ich sage euch das. Einfach eine Million holen. Einfach mal was können. Einfach. Bam. Wenn ich jetzt noch zwei, drei Mal Bam sage, dann sperrt YouTube das Video wieder wegen. Bam. So. Ich habe gerade eine Skype-Nachricht bekommen. Warum? Achso, ja gut. So. Guten Tag. Wie sieht denn das hier aus? Haben wir was im Angebot heute? Ich hätte gerne frische Äpfel und Birnen. Ah. Da ist was drin. Und ganz ehrlich, das muss weg. Was ist denn das? Gerste? Das ist Gerste, glaube ich, ne? Für Gerste. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Meine Güte. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen. Geht aber nicht. Wir müssen verkaufen. Boah, der Kompostpreis, der wird mir ganz übel, doch. 221, das ist ja, oh, das ist ja so traurig wie sonst nichts auf der Welt. Mensch. Na, wir hätten zwar noch einiges davon, ne, aber 7000 ist halt echt ein Witz. Raiffeisen, ja, wir fahren zu Raiffeisen. Das macht Scout nicht fett, ob das jetzt hier oder hieße, juckt mich gar nicht. So. Ich hoffe, dass wir mit der Premos ein bisschen Gewinn machen.
Achso, ich muss ja. Oh, ich vergesse das. Ich habe das Ding selber vorgestellt, ne? Ich weiß eigentlich. Hoppala. Befüllen starten. R. Ja, es ist nur eine Sache drin, du brauchst mich nicht fragen. Oder? Das ist absolut richtig. Mach voll das Ding. Was reingeht, geht rein, sage ich immer, ne? Wo ist mein Telefon? Warte, ich muss den Taschenrechner anwerfen. Wie viel geht denn da rein? Also wir haben 60.000, haben wir gesagt, ne? Warte, Rechner. 60 mal 570, glaube ich, waren es gewesen. 34.000 sind das. Da wird man auf alle Fälle unseren Kredit tilgen. Vielleicht sogar mit der ersten Fuhre schon. Lad schneller. Bin richtig ungeduldig, ne? Bevor wir den aber so stehen lassen, können wir eigentlich auch den Kompass aufladen lassen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Glaube nicht. Es ist halt sehr laut hier, ne? Kompass wird aufgefüllt. Läuft. Kann ich die nicht einfach... Achso, das geht nicht, ne? Das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Helfer hier. Machen wir einfach den mal aus. Ah, das funktioniert aber. Ey, lass ihn einfach mal arbeiten, ne? Nicht lange rumjammern, einfach arbeiten lassen. Du bist fertig? Ey, ist ja wunderbar. Achso, ich habe keinen Traktor mehr. Oh, Mann. Warte, ist das untere Feld? Hast du das schon gemacht, das untere Feld oder nicht? Das bin ich jetzt selber überfragt. Das war da 26, warte. Das ist gepflügt, du fährst jetzt sofort runter. Sofort fährst du da jetzt runter. Jung, du fährst da jetzt so, also... Ab, sofort runter da. Das schöne Lemken-Ding, ne? Meine Güte. Also wie gesagt, gerne Kommentare reinschreiben zum Thema, ja, das mit dem Pflügen ist so und so und das mit dem Roman ist so und so. Ich habe irgendwann mal gehört, aber ich möchte es jetzt wirklich, ich würde es jetzt nicht beschwören, ich habe irgendwann mal gehört, dass es so ist, dass man wirklich grubbert und dann pflügt. Aber es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn in meinen Augen. Vielleicht bin ich da jetzt aber auch komplett falsch. Mag sein. Aber es macht einfach keinen Sinn. Weil das Pflügen, mit dem Pflügen drehst du die Erde prinzipiell, ne? Und mit dem Grubbern verfeinerst du die Oberfläche der Erde. So. Warum? Weißt du? Jetzt habe ich auch wieder ein Problem. Es macht keinen Sinn in meinen Augen. Aber ich lasse mich da gerne belehren von euch, wirklich. Ich bin da ja nicht belehrresistent. Aber... Das finde ich schon ein bisschen komisch. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja. So, ich fahre nur zweimal hier, damit er drehen kann. Ne? Damit wir unten wahrscheinlich werden wir es auch machen. Aber die erste Bahn, glaube ich, kann er schon mit dem Helfer machen. Und dann kümmern wir uns gleich um den Verkauf. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert, ne? Also, wenn das funktioniert, dann bin ich ja hier. Aktive Seite rechts. Ja, wird schon passen. Ja, sieht gut aus. So, du bist voll. Wir fahren los. Wir fahren zu Raiffeisen. Ist nicht weit, gerade, weißt du, der Nachbar. Zwei, drei Häuser weiter, weißt du Bescheid. Hat der sogar diese... Oh, guck mal. Ich glaube, der hat sogar diese... Wie heißt denn diese Schlauchdingens hier? Dynamic Hose. Hose. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Jo, komm rausgeschossen wie die V12, weißt du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das jetzt schon der Weg zum Glück, was wir hier machen. So, moin. Einmal abladen, bitte. Und jetzt gehen wir gleich mal ins Bankmenü rein. Zurückzahlen, zurückzahlen, zurückzahlen. Zack, bist du schuldenfrei. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich hatte recht. Okay, Verkauf einstellen hiermit. Wir werden das jetzt testen. 1 Million habe ich gesagt, ne? Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boah. 7 Tage kann ich nie im Leben zurückzahlen. Nie im Leben zurück kann ich das zurückzahlen. Kann ich nicht die Tage erhöhen? Nehmen, bevor er weg ist? Oder wie, was das glaubt ihr? Oh ja. Oh ja. 1 Million haben wir aufgenommen. Eine verdammte Million haben wir aufgenommen. Oh, das wird ein Spaß. Eieiei, das wird ein Spaß. Oh ja, das... Boah. Wartet auf die morgige Folge. Oh, das wird ein sowas von einem Spaß. Ich habe ja geplant, ich sage euch das ganz kurz, dass wir die Halle hier hinstellen. Wollen wir mal ganz kurz nur mal antesten? Nur mal ganz, nur ein bisschen so... Weißt du, so...
Klein Piki. Oh, ich habe gedacht, das Spiel rauscht ab. Oh mein Gott, die wurde für das Ding hier gebaut. Die passt genau hier rein, oder? Oh, ich muss das unbedingt testen. Wenn das hier reinpassen würde, ne, das würde ich ja übelst feiern. Ich werde das offline testen, bevor wir das hier Ding festmachen. Aber ich werde es testen. Das wäre der Oberhammer, wenn das... Dann hätten wir noch, lass mich kurz überlegen. Dann hätten wir noch 200... Ne, da hätten wir noch 585.000. So. Die Premos plus ein Traktor mit 300 PS. So, mehr will ich gar nicht. Möchten sonst nichts haben. Nur diese drei Sachen. Nur, unter Anführungszeichen, ne? Und dann geht's los. Dann können wir die ganzen Ballen von drüben vom Komposter können wir dann hier rüberräumen und dann werden erstmal Pellets gemacht. Das sage ich euch aber. Und dann werden richtig gut viele Pellets verkauft. Die Frage ist, wo bekommen wir mehr am Pellets? Ah, das müssen wir testen. Das müssen wir rausfinden, wo wir mehr bekommen. Am Pellets Verkaufsstand oder an den örtlichen Verkäuferdingens, weißt du? Oh, das müssen wir testen. Oh, da freue ich mich aber schon drauf. Kann ich euch ehrlich sagen, ne? Da freue ich mich wirklich schon drauf. Weißt du, Millionen über Millionen hier, nicht mal den Kuhstall gekauft, aber eine fette Halle im Hof stehen haben. Ja, man muss auch mal gegen den Strom springen, schau ich immer, ne? Also, muss auch mal was anderes machen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das einbauen ins Let's Play. Und tatsächlich, Kuhstall kennt jeder. Ganz ehrlich, Kuhstall kennt jeder Mensch. Deswegen sag ich, Strohbergungs-Addon. So, was ist hier los? Warum ist das so, wie es ist? Das Förderwagen wieder verschoben, ne? Ja, man kennt ihn, man kennt ihn. Lass uns nochmal ganz kurz kalkulieren. Nur mal so für, weißt du, für mich so. Kann ich aber keine Hydraulik anschließen, glaube ich, ne? Weil ich habe nicht weitergeguckt. Ich habe den erstbesten gesehen und das war der hier, ne? 300 PS für 200 noch was. Finden wir was Billigeres? Wie viel besser hat der? 288, kann man den noch ein bisschen, weißt du? 238, da hätten wir aber einen Steier, ne? Dann hätten wir einfach einen Steier. Vielleicht kann ich auch noch einen anderen Mod mit reinnehmen. Ah, jetzt werden wieder, ich weiß wahrscheinlich, dass ihr jetzt wahrscheinlich alle Marken wünscht, alles quer durch die Bank und dann nehme ich eine Marke und dann ist jeder von euch enttäuscht, bis auf 3, 4, die sich das gewünscht haben. Das sehe ich jetzt schon kommen und es wird genauso passieren. 300 PS? Jo, der war gut, Werner. Das ist der einzige mit 300 PS, den ich drin habe, ne? Der hat viel weniger. Da kann ich auch hochpushen, wie ich möchte. 175 max. Max. Der hat 165, vergiss es. Und der ist zu teuer. Der hat auch viel zu viel PS. Ja. Helfer J. Wer ist denn zum Teufel Helfer J, bitte? Ist das der Grubber? Oh nee, das ist er hier. Da müssen wir das Hartgut nachfüllen. Wo ist denn unser kleiner Traktor? Oh, der hat auch hier Probleme. Er war aber klar. Habe ich mir schon fast gedacht, weil hier vorgewendet und so ist ein bisschen schwierig mit dem, ne? Also generell schwierig mit den Bäumen und so weiter. Aber nichts, was wir irgendwie nicht schaffen würden oder könnten, ne? So, dann machen wir hier einmal den hier, zack. Und dann können wir den wieder zurückfahren lassen und gut ist, weißt du. So. Müssen wir den jetzt umschalten mit der aktiven Seite? Oder können wir den einfach... Ne, ich muss den, glaube ich, umschalten. Weil es ist jetzt eigentlich die andere, es ist ja die rechte Seite, die aktive, weil da muss was gemacht werden. An der linken muss er nichts mehr gemacht haben, nur an der rechten. Wo fährst du nur hin? Ja. Nicht so toll. Oh Mann, habe ich falsch gemacht? Rückwärtsgang. Okay. Jetzt passt's. Jetzt ist okay. So, da ist unser kleiner Popelanhänger, hätte ich fast gesagt. Ah, Popeltraktor, hätte ich fast gesagt, aber
Ihr merkt, es ist ein bisschen laut hier, ne? Aber gut, wir machen das dann morgen weiter. Oh, ich muss ein bisschen weggehen. Gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Ich habe euch hier eine halbe Stunde Folge versprochen, weil gestern eben ein bisschen kürzer war. Voilà, ihr habt es. Klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Die Folge ging ganz anders aus, als wie ich es geplant hätte, muss ich ehrlich sagen. Morgen wird eine interessante Folge. Ich werde jetzt offline testen, ob das funktioniert mit der Halle, ob die da reinpasst. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.